Hallo Leute, ich wollte nicht einen absenkbaren Toilettensitz montieren, sondern demontieren. Ich habe mir alle Videos angeschaut, wie man montieren kann. Der ist hier vergelbt, habe einen neuen gekauft. Und die Schwierigkeit war, wie kriegt man dieses Teil wieder raus? Was ging, war dieses Teil rauszuholen. So ein Plastikteil steckt da drin. Ist, glaube ich, für die Absenkautomatik der unteren Toilettenbrille zuständig, weil die funktioniert jetzt doch, funktioniert immer noch. Und dann sieht man hier, dass das Teil hier wirklich gut und fest drin ist und es gibt keinerlei Schrauben, keinerlei Möglichkeiten hier das Teil irgendwie zu entfernen. Und ja, da war guter Rat gefragt, schon was ich gemacht habe. Schrauben Sie hier drunter und dann das Ganze hier angehoben. Und siehe da, das steckt da ziemlich fest drin. Und das scheint wohl die Lösung zu sein. Das Ganze ist jetzt hier ein Duravit Toilettengriff, Toilettensitz natürlich. Und montieren und Video machen ist nicht ganz so einfach, aber so, das Teil ist weg. Und jetzt kann man natürlich dann den neuen montieren. Ich hoffe, das hat geholfen. Bis dann. Tschüss.